Willkommen zu Brain Damage. Mein Name ist Chris und heute geht es nach gefühlt 100 Jahren endlich mal wieder auf ein Konzert. Emil Bulls Xmas Bash Backstage in München. Ist, glaube ich, Emil Bulls Konzert Nummer 17 bei mir? 16 oder 17? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich habe da ein bisschen den Überblick verloren. Xmas Bash, jedes Jahr aufs Neue geil. Ist auf jeden Fall jedes Jahr Pflicht, dahin zu gehen. Ich bin gespannt. Kommt heute was Besonderes? Es ist ja jetzt nicht mehr so wirklich zur Kill Your Demons Tour, sondern einfach nur separater Xmas Bash, der nicht zu irgendeiner Tour gehört. Was durchaus bedeutet, da könnte auf jeden Fall heute was Besonderes kommen. Zumal die Jungs auch über Facebook gefragt haben, welche Songs sollen wir auf jeden Fall spielen. Ich hoffe auf Stuff von South & Comfort, weil das einfach meiner Meinung nach das beste Album überhaupt ist. Und ja, gucken wir mal, Emil Bulls München. In einer halben Stunde werde ich geholt und dann geht's ab. Dann geht's ab, dann geht's los. Dann geht's los, hört sich besser an. Ich glaube, dann geht's los, hört sich besser an. Okay, und los! So, das waren Emil Bulls in München und was soll man sagen? Dass es gut wird, war sowieso klar, aber wir fangen mal an mit den Vorbands. Wir sind gekommen, wo Tenzeit gespielt hat. Richtig geil, richtig übertrieben gut. Hatten jetzt nicht so... Da hatten wir so ein bisschen das i-Tüpfelchen gefühlt, wodurch sie sich von anderen abheben, aber absolut nicht negativ gemeint. Also ich werde die auf jeden Fall in Zukunft noch weiter verfolgen und mal gucken, was bei denen geht. Richtig gut. Any Given Day habe ich, ich habe die mal als Vorband von Eskimo Callboy gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube aber schon. Aber auf jeden Fall habe ich sie mal irgendwo live gesehen, aber auch diesmal überragend gut. Und ja, dann kommen wir auch schon zu Emil Bulls. Und kurz bevor das Konzert losging, laufen ja immer Lieder im Hintergrund. Und es lief von Tenacious D das Lied Tribute. Und ich fand das so dermaßen geil, dass um uns herum jedenfalls, ich weiß nicht, ob das weiter hinten auch so war, also wir waren relativ vor der Bühne, um uns herum ist da übelst laut mitgesungen worden und das war so dermaßen geil einfach vom Feeling her. Richtig geile Scheiße. So, und dann ging's natürlich los mit Kill Your Demons, danach The Most Evil Spell, so ich tue jetzt nicht jedes Lied runter, rattern so, sondern ich gehe mal nur auf die Besonderheiten ein. Also erstmal, es gab ja zwei Xmas Bash, einmal in Hamburg, einmal in München. Und ich habe die Setlist von Hamburg gesehen und was sie exklusiv in München gespielt haben, das muss ich kurz überlegen, Rainbows and Butterflies, Heart Eater und The Ninth Wave. Die haben sie, soweit ich weiß, wenn die Setlist stimmt im Internet, haben die nur in München gespielt. Gute Lieder, kann man nicht sagen, vor allem The Ninth Wave, überragend gut. Was haben sie denn allgemein an krassen Seltenheiten gespielt? Triumph and Disaster, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so selten ist. Ich glaube, ich habe es relativ selten live gesehen. Bisher würde ich jetzt mal schon als Besonderheit dazu zählen. Smells Like Rock'n'Roll spielen, haben sie zwar auf der letzten Tour auch gespielt, aber ist ein älteres, nehme ich jetzt einfach mal damit auf. Mirror Me, Cocoon, würde ich auf jeden Fall alles als Besonderheit ansehen. Dann Zugabeblock, extrem geil, Friday Night, Gott, wie sehr ich dieses Lied einfach liebe. Einfach nur übertrieben gut, es ist so ein schönes Lied einfach, geil. Danach Leaving You With This, auch richtig geil und sie haben Ad Infinitum gespielt, Gott, dieses Lied ist auch so, es knallt einfach. So diese Lieder, die einfach nur übertrieben reinknallen, sind einfach nur abartig geil. Dann Besonderheiten der Zugabe 2. Eben Ninth Wave, was sie jetzt bei uns gespielt haben in Hamburg, aber vermutlich nicht. Take On Me, natürlich Xmas Bash, Take On Me, darf natürlich nicht fehlen, richtig übertrieben geil. When God Was Sleeping, Worlds Apart und dann war das auch schon wieder vorbei. Es war, was heißt schon wieder, es war, ich glaube, das längste Emil Bulls Konzert, auf dem ich je war, ging 2 Stunden, haben 25 Lieder gespielt. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, so plus minus, aber normal waren das, glaube ich, 25. Völlig krank einfach nur, also kein Scheiß. Wenn ihr Emil Bulls noch nicht gesehen habt, zieht ihr euch rein und ich sag's immer wieder, Emil Bulls geht einfach immer. Man kann sich's immer geben. Vom Moshpit her muss ich allerdings sagen, also was in München immer wieder auffällt, München ist extrem laut. Sowieso, da kommen Emil Bulls her, natürlich ist das Publikum laut. Allerdings haben die so richtig ein Problem, auseinanderzuhalten, so springen, moschen, pogen und drücken. Das war ein einziges Gedrücke, das war... Der Pit, man kann es nicht mal Pit nennen, das Gedrücke da drin, das war grauenhaft. Das war teilweise gegen später dann, wo eben die Leute dann ein bisschen kaputter waren im Verlaufe des Konzerts. Es ist stellenweise ein bisschen angenehmer geworden, aber es war ein einziges Gedrücke. Das war der einzige Negativpunkt und dass ich körperlich heute total am Sack war und sowieso fast nichts geschissen bekommen hätte im Pit. Aber es gab ja keinen Pit. Ich habe es trotzdem bis Ende durchgezogen, ich war nass geschwitzt, ich
so nass geschwitzt. Ich habe jetzt momentan keine Hose an und keine Unterwäsche. Ich sitze hier unten völlig im Freien gerade. Obwohl wir 2 Stunden heimgefahren sind, sind meine Klamotten immer noch klatschnass. So mag ich das auf meinen Konzerten. So liebe ich Konzerte, so müssen Konzerte ablaufen. Klatschnass sein nach dem 3. Lied am besten. Geil. Und ganz, ganz, ganz viel Liebe an den Dude raus, der mich erkannt hat. Wir sehen uns beim nächsten Emil Bulls Konzert hoffentlich. So, mehr gibt's allerdings auch nicht zu sagen. Es war ein sehr gut, sehr gutes, sehr gelungenes, sehr geiles Konzert. Publikum war an sich mega stark. Nur, dass es mit dem Moshpit nicht so richtig funktioniert hat. Mein Gott, ist halt so. Auf jeden Fall, Emil Bulls. Gebt's euch einfach. Gönnt's euch. Emil Bulls geht immer. Werde ich sobald, wenn die hier in der Nähe spielen, werde ich auf jeden Fall da sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es sehr gerne positiv bewerten. Würde mich sehr freuen, diesen Kanal abonnieren. Montag kommen Musik-News auf jeden Fall einschalten. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein.